GameTastical. Gaming is our passion. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTastical. Hier ist euer Raphael und ich habe heute einen weiteren Part unserer FIFA 15 Ultimate Team Road to Glory. Unser Team besteht derzeit aus diesen Spielern hier. Roberto Firmino und Felipe Santana neu zum Team hinzugestoßen. Eigner habe ich eben im Pack gezogen, genauso wie Milos Jojic. Leider, normalerweise nehme ich das Pack-Opening auf. Ich habe es in diesem Fall auch aufgenommen. Nur leider wurde meine Stimme da wieder nicht richtig aufgezeichnet, sondern nur mit dem internen Mikrofon. Danke nochmal an dieser Stelle an mein Programm. Vielen Dank. Deswegen muss ich euch jetzt leider nur die Ergebnisse zeigen. Das ist einmal Jojic und Aigner. Aigner habe ich sogar mal reingestellt direkt. Und jetzt wollen wir einfach sehen, wie wir mit diesem Team in Liga 9 klarkommen. Zweites Spiel Liga 9. Wir starten einfach direkt ins Spiel. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir einen Gegner gefunden haben. So, und da haben wir auch schon unseren Gegner gefunden. Vicente del Bosque als Trainer. Und da spielen wir gegen Neymar, gegen Rodriguez, gegen Benzema, Iniesta, Modric, Carlos Vela, Piqué, Ramos, Alves und Jordi Alba. Und im Tor Iker Casillas. Wow, ich glaube, das ist der stärkste Gegner, den wir bisher hatten. Und klar unterlegen. Wir sind hier absolut klar unterlegen. Und wie kann man eigentlich mit so einem Team noch in Liga 9 spielen? Das ist die wichtigste Frage. Also wenn ich so ein Team habe, würde ich doch nicht in Liga 9 spielen. So, aber wir sind hier direkt erstmal im Ballbesitz. Erstmal am Drücker. Vor auf Salomon Kalou. Der kommt nicht ran. Aigner über die Flügel ist nicht so langsam. Relativ zügig unterwegs. Iniesta. Na, Iniesta, da müssen wir aufpassen. Der hat natürlich ordentlich Potenzial, was Pässe angeht. Aber der Pass war schon mal zum Vergessen. Roberto Firmino. Müsste das sein? Verliert den Ball. Schade. Ivan Perisic. Mit dem Finesse-Shot und der geht einfach ja, ein paar Meter leider am Tor vorbei. Sehr, sehr schade. Nein, oh, da hat nicht so viel gefehlt für Salomon Kalou. Immer gut nachsetzen. Gerade ist wieder starker Linksfuß, guter Schuss. Muss man auf der Hut sein. Trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Firmino verliert da gegen Iniesta. Im Dribbling den Ball. Iniesta mit dem Finesse-Shot. Aber der ist bei weitem nicht so gefährlich, weil einfach Iniesta auch die Schusskraft so ein bisschen fehlt. Über lange Distanzen ist Iniesta jetzt nicht der gefährlichste Schütze. Salomon Kalou. Die verstehen sich blind. Schöner Ball von Firmino. Ah, Casillas ist noch dran. Das wäre jetzt nochmal ein Einstand gewesen hier. Wenn wir hier in der 15. Minute in Führung gehen gegen dieses Team. Na, jetzt kann man natürlich die Angst haben, dass es hier Rot gibt. Wobei ich das nicht als Notbremse ansehen würde. Gibt wohl auch nur Gelb, aber gute Freistoßposition. Und er hat natürlich auch gute Schützen. Wollen wir mal gar nicht drüber reden. Sehr schön. Schießt da richtig zentral auf den Torwart. Überhaupt keine Gefahr. Iniesta mit der Ecke. So, Benzema auf Neymar, der jetzt rechts spielt. Neymar mit dem Schuss. Na, war auch nicht so besonders. Roberto Firmino.
Sollte eigentlich bei weitem schneller sein als Piqué, aber Piqué gewinnt da den Zweikampf. Piqué. Raus auf Alves. Der spielt auf Benzema, jetzt Iniesta am Ball und schöner Pass auf Neymar. Und auch da ist wieder unser Torwart zur Stelle. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Eckball Nummer 2. Also jetzt hier nacheinander. Insgesamt glaube ich schon der dritte für das gegnerische Team. Wieder wird Iniesta treten. Aber der kommt ganz zentral auf unseren Spieler. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Der Verteidiger blockiert den Ball. Salomon Kalou. So, Ivica Olic. Modric. Dani Alves. Über Olic sagt man ja manchmal so ein bisschen spöttisch. Der Mann mit der Pferdelunge, weil er einfach... Weil er aber so viel rennt. Sein Spiel klar über das Laufspiel definiert. So sieht das der Trainer gern. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Firmino wird da gefoult. Ah, aber es gibt nichts. Abseits. Na, da könnte man aber meiner Meinung nach nochmal drüber nachdenken. Ob das so bleibt. So, jetzt Ivica Olic. Ivica Olic. Olic wird wieder gefoult und es gibt wieder kein Elfer. Es gibt wieder kein Elfer. Das kann nicht wahr sein. Also jetzt hätte ich aber wirklich mal definitiv drüber nachgedacht, hier mal auf den Punkt zu zeigen. Mein Freund da oben. Salomon Kalou. Roberto Firmino. Jetzt ist er vorbei. Na, ah, Perisic lässt den Ball da liegen. Aber war auch abseits, okay. Das ist eine ganz enge Geschichte. Das ist eine Zentimeterentscheidung. Dani Alves. Dann kann man das noch ein bisschen wenigstens nur mal ein bisschen nachvollziehen. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Çalhanoğlu leider nicht auf dem Platz. Und Firmino verliert da oft den Ball. Benzema. Und weiter heißt es aufgepasst. So, jetzt geht's jetzt mal schneller. Roberto Firmino. War das abseits? Ich weiß es nicht. Ja, verdammt. Ah, Mann. Roberto Firmino. Aigner auf Olic. James Rodriguez. Keine sehr, sehr zwingenden Chancen jetzt hier. Auf unserer Seite. Über Elfmeter könnte man vielleicht diskutieren, aber das hilft uns im Nachhinein natürlich auch nicht weiter. Und hier nochmal zum Bewundern, zum Staunen, die Wiederholung der Torwartaktion. Casillas so wieder so ja, nachlässig da links hin. Da könnte man eigentlich mal ansetzen, da mal hinzurennen und ihn vielleicht da zu erwischen, wo sie ihn dann richtig wehtut. Nämlich bei seinen eigenen Fehlern. Kalou auf Olic. Nein, der Ball kommt wieder nicht an. Benzema. So, Berami, kriegt er den Ball da von Neymar? Nein, Neymar zu stark im Zweikampf. Iniesta. James Rodriguez. Guter Ball. Und unser Torwart ist da wieder zur Stelle gewesen. Kalou gegen Neymar. Und Neymar setzt sich dadurch. Null Torschüsse, der Gegner 5. Wir sind dann natürlich ein bisschen glücklich, dass es noch 0-0 steht. Aber unsere eine Chance, wenn wir sie dann kriegen irgendwann, können wir vielleicht mal nutzen. Jetzt kämpfen sie um den Ball. So, jetzt müssen wir aufpassen. Carlos Vela. Felipe Santana auch schnell.
Ist er auch zur Stelle? Jetzt direkt auf Olic. Kriegen wir einen Konter hin. Das Spiel ist zu vorhersehbar. Das Spiel ist zu vorhersehbar. Aigner verliert den Ball. Benzema. Salomon Kalou, Mann! James Rodriguez, Balleroberung im Mittelfeld. Salomon Kalou. Berami, ne, Aigner war es, der da zu Fall kam. Ah, das war natürlich diesmal kein Elfmeter. Da können wir dem Schiri hier nichts ankreiden. Jetzt kommt er hier mit seinem Neymar, will das skillen und läuft einfach ins Aus. Auch eine Option, kann man mal machen. Momente für jeden Torhüter. Grandios gehalten, ein Augenschmaus. Berami. Langsam kann er sich den Ball zurück. So, langer Ball auf Kalou. Nein! Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment. Aha, da kommt in der Mitte Olic nicht durch. Das wäre ein astreines Sweaty-Goal geworden. Und jetzt Foul. Was? Das war ein Foul. Der Schiri pfeift hier absolut nichts für uns. Absolut nichts. Langer Ball auf Aigner. Flanke in die Mitte. Olic ist da. Tor. Jawohl. Nee, Firmino. 1-0. Kann nicht wahr sein. Sehr schön. Erste Flanke von uns. Und direkt Roberto Firmino mit dem Kopf. Und das wird unserem Gegner jetzt natürlich wehtun. Mit dem Kopfball hier in Führung. So, Firmino direkt wieder. Aber es war abseits. Schade. Da braucht Olic gar nicht hinrennen. Oh, ein Stück zu weit gelaufen. So, Berami, schön. Der Ball auch wieder zu weit für Roberto Firmino. Und das ist, genau das ist es an dieser Stelle. Den muss er auch kontrollieren. Nicht einfach nur wegpölen, sondern Google aufnehmen, weiterspielen. Kalou, da vorne müsste jetzt Firmino laufen. Ah! Ja, da ist er ja fast der elfte Feldspieler. Die Bälle immer so ein Stückchen zu weit. Weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht. Und es war wichtig, dass er hier rauskam. Kalou auf Olic. Olic schießt, nimmt da Volley gewissermaßen und trifft das Tor nicht. Eieiei. Auch hier hätten wir fast den Ball bekommen. Aber so ein bisschen Glück für den Gegner. So, jetzt müssen wir aufpassen. Neymar. Auf Rodriguez. Der schießt, aber Ulreich ist da. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Oh, oh. Schlechter Abschlag von Ulreich. Und das ist ein guter Schuss. Und da haben wir wirklich richtig Glück. Weiter Pass auf Kalou sollte das werden. So, nochmal Ecke. Diesmal für uns, ist glaube ich die erste für uns im Spiel. Ah, ganz schwach geschossen von Ivan Perisic. Langer Ball. Kann Neymar damit was anfangen? Salomon Kalou. Wieder abseits angezeigt. Schaut man natürlich immer ganz aufmerksam hin. Berami. Ist er am richtigen Ort. James Rodriguez. Kein Abseits. Doch. Kurz zum Schiedsrichterassistenten raus.
aber es war wohl abseits. Also, so, noch gute 14, 15 Minuten, die uns hier vom nächsten Sieg in Liga 9 trennen. So, Salomon Kalou, den muss er machen. Schade, das kann nicht wahr sein. Macht er nicht. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Schwacher Pass von Berami. Jetzt wird vorne Neymar gesucht, aber Santana verteidigt da wirklich richtig stark. Auch hier kann man von Abseits sprechen. Wähler Tor. Kein Abseits. Doch, Abseits. Wow. Das meine ich. Junge, Junge, Junge. Da hatten wir aber ein gutes Auge. Das war nämlich eine ganz, ganz knappe Geschichte. Aber wirklich richtig knapp. Aber jetzt macht der Gegner natürlich Druck. In den Rückraum. Boah. Einfach raus da. Die Pille. Jetzt schöner Weiterball auf Aigner. Das bringt uns immerhin mal so ein bisschen Zeit. Und wir bleiben auch in Ballbesitz. Jetzt nicht mehr Kalou mit dem schlampigen Pass. Subotic ist da. Aigner. Kalou. Aigner. Nächste Flanke. Boah. Das wurde nochmal ordentlich gefährlich hier für den Gegner. Wir wählen hier jetzt die kurze Variante. Die verschafft uns nämlich noch ein bisschen mehr Zeit. Und die Gefahr der Konter ist da auch nicht ganz so groß. Sie doch noch die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Sehr schön verteidigt von uns. Sehr gut. Von Neven Subotic speziell jetzt hier. Noch die eine Ecke. Wenn wir die verteidigen, sieht es gut aus. Und die haben wir. Die haben wir. Sehr schön. So, Ball rüber. Und da ist das Spiel vorbei. Zack, 1-0, sehr schön. Wichtiger Sieg hier über diesen Gegner, über den stärksten Gegner, dem wir bisher hier begegnet sind in diesem Spiel. War an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch so ein bisschen Glück dabei. Roberto Firmino mit seinem Kopfballtor in der 61. Minute. Insgesamt wollen wir uns mal die Chancen ansehen. Firmino, zweitbester Spieler. Und 1400 Münzen. Ja gut, wir hatten natürlich am Ende des Tages einen Torschuss. Und die 6. Also insofern, da kann man natürlich darüber streiten. Aber Fakt ist, wir haben dieses Spiel gewonnen. Sehr, sehr schön. Wir geben jetzt noch keine Münzen aus. Das heißt, dieses Spielerkaufen fällt jetzt erstmal weg, weil wir jetzt erstmal ein bisschen sparen müssen. 2000 haben wir und wir wollten als nächstes Jefferson Fafana, glaube ich, holen. Und der kostet ein bisschen mehr. Deswegen erstmal sparen, wahrscheinlich erst dann nach dem nächsten Part wieder einen Spieler gekauft. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben selbstverständlich freuen. Eure Kommentare wie immer unten in die Kommentarfunktion. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Raphael von GameTesticle.de.